Hallo Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Resident Evil Remake mit Jill Valentine und mit mir. Und natürlich immer noch mit nur einem Messer bewaffnet. Tja. Und wir haben zwei Kräuter. Warum habe ich zwei grüne Kräuter? Wo habe ich die her? Ich weiß es nicht gerade. Stimmt, die haben wir irgendwo gesammelt. Oh, das ist dieser Spielstand auf jeden Fall mit dem vielen Kräuter noch, die wir auf jeden Fall noch brauchen werden. Ich werde aber versuchen, nur mit dem Haus zu halten, was ich finde. Wir haben ja noch ein Erste-Hilfe-Spray hier drin, deswegen behalte ich den dort und tue alle anderen Sachen jetzt. Warte, ich grenze das mal eben ab. Damit wir wissen, ich versuche nur noch mit... Naja, die grünen Kräuter habe ich gefunden. Komm, wollen wir nicht gemein sein. Und die ganzen blauen Kräuter. Die haben wir ja auch nicht benutzt. Alles, was wir nicht benutzt haben bei der Pflanze. Also diese Sachen haben wir benutzt. Genauso wie das haben wir benutzt. Genau, wir hatten... Ich glaube, zwei gemischte Kräuter, ein Erste-Hilfe-Spray und das da. Und haben wir alles benutzt. Und ein grünes Kraut, weil wir noch angeschlagen waren. So. Jetzt passt es wieder. Und alles andere hätten wir dann noch. Mal sehen, ob es gereicht hätte. So können wir ein bisschen nachvollziehen, ob es gereicht hätte oder nicht. Und ja, wenn ich also irgendwann darauf zugreifen muss, dann wissen wir, ich wäre vielleicht im anderen Spielstand nicht weit gekommen. Ah, ich hasse es jetzt schon, was jetzt kommt. Deswegen durchatmen. Ja, die, die das Spiel kennen, wissen natürlich auch, was auf mich zukommt. Soll ich die... Ach komm, ich nehme die Kurbel mit. Die Kurbel, die können wir nämlich später wieder gebrauchen und so weiter. Das Schöne am Knife Only, man kann auch, wenn man halt mit einem Messer ziemlich schnell die Gegner tötet, kann man natürlich auch, obwohl, nee, ich glaube nicht unter 3 Stunden kommt man dann nämlich, nee. Glaub ich nicht. Wenn es jemand Knife Only sehr schnell schafft, wir können ja auch mal einen Raketenwerfer Only machen. So ein Speedrun. Aber so viel ich weiß, wenn man Raketenwerfer benutzt, man hat dann automatisch einen schlechteren Rang. S-Rang kriegt man nicht mehr. Was wollte ich denn jetzt noch hier? Die Winde. Was benutze ich dann als Abgrenzung? Den Raketenwerfer. Komm, den Raketenwerfer nehmen wir mit und tun ihn zur Abgrenzung dahin. Das Fahrband tun wir oben hin. Genauso wie den Kammerschlüssel. Ja, ich sortiere, sterbe dann hinterher bei einem Gegner und dann muss ich wieder sortieren. Tun wir ein bisschen weiter hoch, weil wir werden bestimmt noch Kräuter finden. Und ich trage die ganze Zeit noch so... Ach ja, den Schlüssel habe ich gerade gefunden. Ich wollte schon sagen, ich trage den die ganze Zeit, aber dabei ist der doch gerade gefunden worden. Diese ganze Residenz haben wir nur für einen Schlüssel aufgesucht. Nur für einen Schlüssel, muss man sich mal vorstellen. Wir haben gegen Haie gebettelt. Gegen eine Pflanze. Wir haben sie, gut, wir haben sie auch vergiftet. Two ways to die.
Ah, ich hätte auch ein blaues Kraut mitnehmen sollen. Mir fällt nämlich gerade ein, dass ich gerne mal vergiftet werde an der Stelle. This is Jill. Does anybody hear me? I hear you, Brad. Over. Stars Alpha Team. Bravo Team. Doesn't matter. Respond. I repeat, this is Brad. Brad? Brad. This is Brad. If you can't answer me, somehow give me a sign. Jill to Brad. Can you hear me? Brad. Brad. Shit. It's broken. Hm. Aber ich muss noch sagen, die Synchro hier in dem Spiel gefällt mir noch nicht so ganz. Also. Und da sagt jemand, ja, die deutsche Synchro ist voll scheiße. Ja, ich finde die englische jetzt auch nicht viel besser. Manchmal, ja, aber nicht. Aber jetzt nicht hier so. Also. Es klang so gelesen. Ah, genau. Den habe ich gemeint. Scheiße, jetzt bin ich falsch. Jetzt bin ich falsch. Jetzt hat er mich erwischt, dieser kleine Drecksack. Ah, wie gut, dass wir noch Gift haben. Gegengift. Wir können auch natürlich zum Serumschrank gehen. Ja, aber jetzt haben wir auch ein kleines Problem hier. Nein, nicht die Hunde. Lass mich das aufheben. Damit ich es auch gleich nutzen kann. Ich finde die Hunde gar nicht mal so gefährlich. Schnell nehmen, bevor ich gelb bin. Schnell. Hat noch gereicht, gut. So, hier haben wir noch ein, noch zwei erste Sprays. Da war jemand nett. Ich lege mich aber nicht mit irgendwas Großem an. Da steht, was? Schütze dich damit vor dem kugelfesten Ding in Ketten. Ich bin vorgegangen und habe diese dämliche Tür repariert, Barry. Oh, danke, Barry. Wie gut, dass wir einen Barry haben. Der kann uns so den Arsch retten. Hm. Brauche ich das Teil? Muss ich da nochmal zurück? Brauche ich's zurück? Brauche ich's zurück? Nee, ich muss nochmal durch die Tür. Und dann kommt der Horrorteil. Oh ja, da bräuchte ich am liebsten eine Pumpe, aber... eine Pumpe hätten wir auch. Hätten wir ziemlich gut gebrauchen können. Ach ja, der Granatentyp müsste ab jetzt weg sein. Wir haben den Granatentyp auf jeden Fall überlebt. Aber ob wir das da überleben, das weiß ich nicht. Es ist schnell, es ist eklig, es ist grün, es ist der Hand. Das war keine gute Idee. Aber hier müssen wir natürlich auch hin, um diesen Schlüssel zu benutzen. Die Dinger können einem die Kehle aufschlitzen. Ah, zum Glück! Schreien sie erstmal an, bevor sie angreifen. Das ist gut. Das lobe ich mir. Erstmal ankündigen, ich schlitze die Kehle auf. Oh, schon vorbei. Erste Hilfe Spray. Ah, das ist doch schön, oder? So, jetzt speichere ich, weil, ja. Speichergeil! Und so weiter. Smitschi-Syndrom.
muss speichern, weil ich... Es ist... Nee, mit Messer gegen diese Hunter. Die schlitzen uns die Kehle auf. Also richtig, also... Ich kann ja mal einen Hunter für euch erledigen. Könnt ihr ja in den Kommentaren schreiben, ob ich das mir mal zutrauen soll. Ich hab's mal geschafft, aber... da hatte ich Chris. Chill hält weniger aus und teilt auch weniger aus. Also, wo müssen wir eigentlich hin? Karte. So. Das erste Mal, dass wir auf die Karte schauen. Es gibt ein paar Zuräume, wo wir rein könnten. Also wir könnten hoch. Und dann, ich denke mal, ich gehe an den Huntern vorbei. Bleibt ja nichts anderes übrig, als an den Huntern vorbeizugehen. Kämpfen ist nur verschwendete Liebesmühe. Da kriegt man mehr Kratzer, als wenn man jetzt, okay. Hunter, du bist der, wow. Du bist ein Held. Es ist nur einer. Auf einem höheren Schwierigkeitsgrad sind da zwei. Und guck mal, er hat mich vorsichtig geschlagen. So, und den Schlüssel haben wir hier mal verwendet. Jetzt können wir auch hier gucken, was es hier so gibt. Und jetzt kommt etwas, was ich mit dieser Steuerung hasse. Oh ja, da wurde ich schon mal fast zerquetscht wegen der Steuerung. Weil die Kamera halt so blöd umschwenkt immer. Ich zeige euch auch die Stelle, wo es am schlimmsten ist. Und das ist zwar, das ist dieses Arealchen hier. Schieb! Schneller! Komm! Du schaffst es! Jawohl! Na, ich habe das Spiel schon so oft mit dieser Steuerung durchgespielt, das ist... Moment. Ist das nicht auch der Schalter? Das ist nur ein Verteidigungsobjekt. Ah, jetzt kommen hier wieder... Was haben wir hier? Ein Buch. Eagle of Sars, Wolf of Norris. Eagle, also der Adler. Und der Wolf. Das ist der Eagle. Keine besonderen Merkmale. Gefunden im letzten Buch, Band 1. Dafür gibt es... Gibt es dafür eine besondere Verwendung? Vielleicht. Ah, warte. 29. November 1967. Ich kann nicht entkommen. Ich habe alle Fluchtwege erschöpft. Ich sitze in der Falle. Ich war überall. Das Labor mit den großen Glasgefäßen voller Formaldehyd und die finsteren, feuchten und unheimlichen Höhlen. Was kann ich tun? Zuerst wollte ich meinen Augen nicht trauen, aber der vertraute, hochhackige Schuh im Korridor, es war wie ein Reflex. Sofort kam mir ein Name in den Sinn. Jessica. Ich will nicht glauben, dass sie mein Schicksal teilen. Nein! Ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Ich muss hoffen, dass sie leben. Ich habe seit Tagen nichts mehr gegessen oder getrunken. Ich glaube, ich verliere den Verstand. Warum widerfährt mir das? Warum muss ich an diesen elenden Ort, diesen elenden Tod sterben? Ich war wie besessen davon, dieses schreckliche Haus zu entwerfen. Ich hätte es besser wissen sollen. Es war ein finsterer und feuchter unterirdischer Tunnel. Wieder eine Sackgasse, aber selbst in der Dunkelheit sah ich etwas.
Vorsichtig zündete ich mein letztes Streichholz an. Ich musste es genauer sehen. Ein Grab und tief in den Stein gemeißelt mein Name. George Trevor. In dem Moment wurde mir alles klar. Diese Schweine wussten von Anfang an, dass ich hier sterben würde. Und ich bin ihnen in die Falle gegangen. Aber nun ist es zu spät. Ich werde verrückt. Alles ist so weit weg. Jessica, Lisa, verzeiht mir. Durch meinen Ehrgeiz wurdet ihr in diese verdammte Verschwörung verstrickt. Verzeiht mir. Möge Gott mein Leben für eure Sicherheit nehmen. George Trevor. Okay. Das ist das Grab von George Trevor. Da ist ein Schalter, den drücken wir mal. Und das ist aber schon über 40 Jahre. Ja, schon fast. Ja, noch ein paar Jahre und das sind schon... Ja, 50. Oh, hi. Jetzt haben wir die Karte von hier unten. Groß ist es nicht. Das Licht hier? Brauche ich nicht. Nee, nee. Ich glaube, wir werden gleich Boah. Habt ihr gesehen, wie der die Rotze hochgezogen hat, um sie mir entgegenzuspucken? Boah. Können wir so umgehen? Ah! Einmal werden wir uns auf jeden Fall erwischen lassen. Die Stromversorgung scheint wieder zu funktionieren. Das war so klar, dass der mich erwischt. Komm, geh weg, geh. Ja. Wir haben die Tür aufgeschlossen. Und wo landen wir? Oh, hi. Kennen wir uns? Aufzug, Komma, schneller, danke. Da sind wir jetzt. Zombies. Zwei oder ein? Kritisch. Alter. Nein, geh nicht hin. Das war schlau von dir. Nee, komm. Ich heb das Zeug einfach auf. Sonst erleide ich ihm mehr Schaden. Als Kräuter ich hier aufnehme. Konnte er mich nicht greifen, weil ich mich bücke? Oh.
eine ist da hinten lang gegangen, weil er dumm ist. Und ich weiß schon, was ich im nächsten Part machen werde. Ich bin irgendwie so leise, kann das sein? Denn ich habe hier so eine schöne Batterie. Nein, habe ich noch nicht. Das. Jetzt habe ich eine schöne Batterie. Und die brauche ich für irgendwas. Aber für was? Seid ihr auch so gespannt wie ich? Bin ich so leise oder? Die Musik. Gehen wir hier raus? Ich glaube, wir werden von irgendwas Grünes angegriffen jetzt. Okay. Nehme ich in Kauf. Momente mal. Speicherraum. So viel Zeit muss rein. Wir können noch in den Speicherraum gehen und dann gehen wir gleich gemeinsam. Wenn jetzt dein Hunter steht, boah, das wäre mies. Ja, vor den Viechern habe ich jetzt Schiss, weil die sehr gefährlich werden. Und wenn wir schon mal hier sind, öffne ich doch diese Tür. Kann ich die Tür doch verwenden? Ach, die Tür. Den Schlüssel. Ich weiß schon. Will ich rein. Nein, eins brauchen wir auf jeden Fall. Ja, was lege ich mich auch mit Zombies an? Das blaue Kräut legen wir mal weg. Die Winde brauchen wir jetzt, um das zu benutzen. Tja, im nächsten Part, ja? Deswegen speichere ich und beende den Part. Und ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Euer Zveneta.